Hallo meine Lieben, Elisabeth von Lilith's Crafts ist heute wieder da. Und zwar habe ich für euch eine super schnelle und einfache Verpackung, wie ihr Glücksklee hübsch verpacken und dann auch verschenken könnt. Das war im Übrigen auch ein Projekt von meiner Adventmarkt-Serie. Also das habe ich auch am Adventmarkt mitgehabt und ist wirklich ziemlich einfach gemacht. Ihr braucht pro Verpackung ein Stück Farbkarton in den Maßen 7,5 x 5 Zoll und das falzt ihr bei 3,5 und bei 7 auf der langen Seite und bei der kurzen Seite bei 4,5 Zoll. Ich habe hier mal wieder mein Scoreboard hervorgeholt, damit das auch nicht ganz in Vergessenheit gerät. Dann einfach die Klebelaschen zurechtschneiden, also auf einer Seite die untere Lasche wegschneiden, rechts dieses kleine Viereck raus und oben abschrägen und dann die Klebelaschen mit doppelseitigem Klebeband versehen. Wie immer, wenn wir Verpackungen machen, ist es sinnvoll, wenn man zu einem starken Klebemittel greift. Mein Klebemittel der Wahl ist da ja immer das doppelseitige Klebeband. Dann die Falzlinien ganz einfach mit dem Falzbein nachziehen, damit man hier auch wirklich eine schöne, saubere Kante hat und das Ganze dann zusammenkleben. Zum Abziehen von der zweiten Seite vom doppelseitigen Klebeband nehme ich immer ganz gerne unseren Bixer, also das Piercing-Tool oder eben die Spitze von einer Schere oder etwas ähnliches. Mit dem geht das sehr, sehr viel leichter. Dann habe ich hier flüsterweißen Farbkarton in 3¼ x 4¼ zugeschnitten und ihn mit den Glücksschweinchen in Memento bestempelt und diese mit den Stamping Blends koloriert. Und jetzt gebe ich dem Ganzen mit einem Blending Tool noch etwas Farbe, unten grün, oben rosa, damit man im selben Farbschema irgendwie bleibt. Und ja, wie ihr seht, ich zerschneide meine Stempel, also ich habe hier ganz einfach den Gummistempel, das Schweinchen vom Spruch getrennt, weil ich eben bei allen viel Glück aufstempeln wollte, aber trotzdem die unterschiedlichen Schweinchen haben wollte. Das klebe ich jetzt mit Flüssigkleber einfach auf die Vorderseite von meinem kleinen Einschub. Das hält dann auch bombenfest. Und dann dekoriere ich mir das Ganze noch ein bisschen aus. Ich dachte, ein Kleeblatt wäre ganz passend und habe hier zu der alten Itty-Bitty-Stanze gegriffen mit dieser vierblättrigen Blume und dekoriere mir das jetzt einfach ein bisschen wie ein Kleeblatt mit einem Stamp-and-Write-Marker aus und klebe es mit einem Glue-Dot auf meine Verpackung und verbinde es noch mit einem Strich, also im Prinzip mit einem Stängel, und stanze mir mit der Karteireiterstanze hier eben nochmals diese Karteireiter aus. Die dienen im Prinzip als Griff, damit man den Glücksklee dann auch aus der Verpackung rausziehen kann. Also ich habe hier diese Verpackungen mit Glücksklee-Samen fertig gekauft und die Verpackung ist auch von den Maßen her auf das natürlich genau ausgelegt. Und da klebe ich mir hier einfach den Karteireiter oben mit etwas Flüssigkleber an. Das passt dann hier, wie gesagt, haarscharf hinein und dann ist meine Glücksklee-Verpackung soweit auch schon fertig. Wie gesagt, ich habe alle drei verschiedenen Schweinchen aufgestempelt und sie eben mit einem kleinen Kleeblatt noch dekoriert, etwas Farbe aufgebracht mit dem Blending-Tool und fertig sind ganz tolle und süße Mitbringsel für Silvester. Ich hoffe, diese Idee hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt kreativ, tschüss!